wird Hinzuverdienst an eine gesetzliche Unfallrente angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine ganz interessante Schnellfrage für 9,90 Euro auf rentenbescheid24 bekommen. Wird der Hinzuverdienst von maximal 46.060 Euro, welchen ich ab dem 01.06.2021 bis zum 31.12.2021 neben meiner vorgezogenen Altersrente erhalte, auch auf meine gesetzliche Unfallrente angerechnet? Also der Fragesteller oder die Fragestellerin hat neben der Altersrente auch noch eine gesetzliche Unfallrente. Grundsätzlich wird Corona-bedingt im Jahr 2021 Hinzuverdienst aus einer Beschäftigung als Arbeitnehmer oder aus einer Tätigkeit als Selbstständiger bis zu einer Höhe von 46.060 Euro nicht an eine vorgezogene gesetzliche Altersrente angerechnet, und zwar ab Beginn des Rentenbezugs. Aber die Fragestellung ging ja nicht um die Anrechenbarkeit an eine Altersrente, sondern es ging um die Frage, ob der Hinzuverdienst bei einer Unfallrente angerechnet wird. Ich kann Ihnen sagen, er wird nicht angerechnet. Und es gibt grundsätzlich im gesetzlichen Unfallversicherungsrecht bei den sogenannten Unfallrenten, wir nennen sie rechtstechnisch Verletztenrenten, keine Einkommensanrechnung von Hinzuverdienst aus selbstständiger Tätigkeit oder Arbeitnehmertätigkeit. Bitte denken Sie immer an das Beispiel, Sie hatten einen Arbeitsunfall, Sie haben eine Verletzung erlitten, die Verletzung ist von Dauer und Sie bekommen dafür meinetwegen aus einem MDE von 30 500 Euro steuerfreie Verletztenrente oder Unfallrente. Und Sie gehen aber weiter arbeiten. Dann haben Sie nie eine Aufforderung von der gesetzlichen Unfallkasse erhalten, dass Sie hier Einkommen nachweisen müssten. Das heißt also, Einkommen wird grundsätzlich nicht an die Unfallrente angerechnet. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann lesen Sie einfach mal in den Paragraphen 56 bis 62 Sozialgesetzbuch Nr. 7 nach. Dort finden Sie kein Wort von Einkommen, was an eine Unfallrente anzurechnen wäre. Damit Sie es wissen, eine gesetzliche Altersrente wird grundsätzlich niemals an eine Unfallrente angerechnet. Aber andersherum kann eine Unfallrente an eine gesetzliche Altersrente angerechnet werden. Wie das funktioniert, das erkläre ich Ihnen in einem nächsten Video. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.